Ja, für die Verwaltung von Emotionen, und das ist ja das stärkste Motiv, warum wir uns von bestimmten Situationen wegbewegen, weil wir die Emotionen in diesen Situationen nicht ertragen, oder warum wir zu bestimmten Situationen uns hingezogen fühlen, weil wir einfach so geil auf diese Emotionen sind oder auf diese Gefühle, die das evoziert. Diese Diskrepanz, mehr oder weniger getrieben sein von seinen Gefühlen und von seinen Emotionen, wünschen wir uns in der Alela-Ethik immer mehr unter Kontrolle zu bekommen. Und der Aspekt, also die Perspektive, mit der wir das tun, eben das Instrument, das wir eben einsetzen, ist einmal zunächst einmal die Mentalität, dass Emotionen Energie sind, die mir dienen können, egal in welcher Skala sie sich, also in welchem Abschnitt der Skala sie sich bewegen. Ja, man geht in vielen Schulen ja von tief schwingenden Emotionen, die eben der unteren Welt nahe sind, diese reinen sozusagen Angst- und Überlebenstriebe, die mittleren Frequenzen, die eben sozusagen den Alltag verwalten, und die hohen Frequenzen, die sozusagen immer dem Göttlichen nahe sind, die auch mit den hohen Schwingungen wie Freude, Verbundenheit, bis zu einem gewissen Grad auch Ekstase schwingen. Achtung, nicht alle von diesen Schemen sind auch eins zu eins wirklich zu übernehmen, weil eben auch ekstatische Gefühle durchaus nicht unbedingt uns in der Mitte halten, beziehungsweise uns manchmal auch übermütig machen, und bei manchen Situationen Angst ein sehr, sehr, sehr wichtiger Faktor ist, um überhaupt Kräfte zu mobilisieren. Also ich bin dann ein bisschen kritisch bezüglich dieser Skalen, und nur hochfrequent ist gut und nur niederfrequent ist schlecht. Versucht man in Alela auch schneller mal abzulegen. Im Gegenteil, wir versuchen herauszufinden, wo können wir Instrumente ansetzen, damit auch diese niederschwingenden, diese Angstemotionen und diese tief schwingenden Programme zu einem Wellness-Programm für uns werden. Wo kriegen wir Energie aus diesem Adrenalin? Wo kriegen wir Kraft auch aus diesen Gefühlen von abgetrennt sein und allein sein, auf sich allein gestellt sein? Ja, da sind wir ja schon auch so ein bisschen so, was heißt allein, was heißt alleins? Die sind sich nicht weit voneinander entfernt. Das sind so diese Pünktchen in diesem Yin und Yang. Ne? Also, obwohl ich mich in einem, wenn man jetzt versucht, europäisch zu deuten, einem schwarzen Fischchen bewege, wo eben eher Nacht reagiert, und gibt es doch diesen weißen Punkt. Ne? Wir sehen eine Möglichkeit, da durchzudehnen, und wir sehen, dass die nahe sind. Also in dem Moment, wo ich selbst in einer Schwingung wie Angst und Furcht mich bewege und es mir bewusst ist und ich diese Energie nutzen kann, um zunächst einmal meine Organe zu stärken, mich auszurichten und eine neue Entscheidungsgewalt zu treffen, zu wissen, dass ich aber auch voll ausgestattet bin mit physischer Kraft, fange ich an, schöpferisch mit diesen Wesen umzugehen. Dort, wo sie mir für das Überleben dienen, werde ich sie nicht einschränken. Im Gegenteil, ich werde einfach die Programme laufen lassen, beobachten, ob ich dabei mir und anderen schade, und die Variante wählen, die ich am besten für die Situation lasse. Aber prinzipiell lasse ich das Programm laufen. Dort, wo ich allerdings mich in einem sozialen Gefüge befinde, wo der Bär gerade nicht hinter der Eiche sozusagen die Nase rümpft, weil er mich gleich fressen will, sondern wo ich diesen Bären mir nur vorstelle, oder wo ich glaube, dass jemand sozusagen diese Bedrohung für mich darstellt, ist es sehr gut, wenn ich da einsteigen kann und sage, ah, ich bin im Bären-Überlebensmodus, hier ist aber kein Bär, also fangen wir an, unsere Werkzeuge anzuwenden. Und welche Werkzeuge das sind, das kommt jetzt.